Hallo und herzlich willkommen, liebe Mitwanderer, und schön, dass ihr wieder da seid bei unserer kleinen Letzterkundung, die Welt von Witcher. Und wir laufen überlastet jetzt mal hier durch den Sumpf, danach rufen wir Plötze und reiten zur nächsten Stadt, um Sachen zu verkaufen. Und dann geben wir die Quest ab und machen Monsteraufträge. Das ist so der weitere Plan. Überall Geißblöcke. Hier liegt noch ein bisschen Blutmoos. So, Plätzchen, dann komm mal ran. Gucken, ob es uns findet. Es läuft jetzt hinten rum. Jetzt kommt es vorne rum. Zum Glück sieht man das auf der Karte, dass es da ist. Sonst würde ich mir, glaube ich, jedes Mal Sorgen machen, ob es überhaupt kommt. Ach, jetzt ist es da oben. Na, du Plätzchen. Ganz plötzlich steht sie da. Oh mein. So. Und er macht hier wieder den Tony Hawk unter den Hexern. Zack. Und jetzt können wir reiten. Oh Gott. Das ist. Ist das ein Basilisk? Los, los. Das sieht aus wie ein Basilisk. Kannst du hier drüber hüpfen? Es hätte es eigentlich geschafft. Aber irgendwie hat plötzlich gerade keinen Bock gehabt oder so. Dann steigen wir mal ab und hüpfen manuell da hinten rüber. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier noch einen epischen Kampf hinlegen, bevor wir am Festland ankommen. Ja, es ist ja nicht das Festland. Ihr wisst, was ich meine. Hüpf, komm schon. Kannst du jetzt hier nicht tun. Du sollst springen. Manchmal bewegt sich der Hexer. Ganz ehrlich, manchmal bewegt sich der Hexer einfach wie so ein 80-jähriger Rheumatiker, der gerade ohne Gehhilfe vom Klo und zurückkommt. Das ist echt, naja. La la la, la 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 la. Der Leuchtturm sieht schön aus dort in der Ferne. Und ich bin gespannt, was das ist. Das ist ein Basilisk. Ob wir gegen ihn kämpfen müssen. Kommen wir hier so eine Ziege? Ich wollte eigentlich keine unschuldigen Tiere töten. Hatten wir ja gesagt. Aber Ziegenhaut ist natürlich wichtige Haut. Die lege ich mir nachts immer auf meine eigene Haut. Und dadurch nimmt man dann das geschmeidige Antlitz dieser Ziegenhaut an. Und dadurch wird die Haut schön behaart und haarig und rau. Gut. Dort hat es einen Basilisken im Fluge über das Lande. La la la. Mal gucken, ob wir überladen überhaupt über diese Klippe springen. Wir speichern. Wenn nicht, lade ich neu. Dann brauchen wir nicht nochmal. Oh, hör doch auf zu kreischen da hinten. Ja. Ganz ehrlich, was zur Hölle war das? Das war ja noch nicht mal peinlich. Ich glaube, wir sollten nochmal mit Plätze versuchen, darüber zu springen. Erstens, überleben wir das dann? Können wir es überhaupt rufen, weil er da unten gerade steht? Und wahrscheinlich nicht hochkommt. Nee, sie kommt nicht hoch. Wir kommen hier nicht rüber. Das ist doch eine Last. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt... Das ist alles, was wir springen können? Wie sollen wir denn da rüberkommen? Ohne Plätze. Die steht da unten und kommt nicht hoch. Ich würde es nicht nochmal versuchen. Dann auf der Hoffnung, dass wir auf der anderen Seite wieder auftauchen. Ach ja. Aber wir ärgern uns ja nicht, sondern wir passen uns den gegebenen Umständen an. Und kommen auch durch andere Wege an unser Ziel. Das ist ja kein Problem. Plötzlich macht da mal Pause. Hat sie sich auch verdient, weil wir sie ja so oft benutzen. Im Moment nicht, aber naja. Und wir schwimmen. Ah, hier ist eine Kiste. Immerhin, immerhin. So, da sind wir und da ist der Basilisk. Wir haben es geschafft. Deswegen nochmal speichern. Wie stark ist der wohl? Was schätzt ihr? Fragezeichen oder ist der angreifbar? Ah, das ist doch kein Angst. Das ist ein Gorgo auf Stufe 20, aber.
Feuer mit Feuer! Ach, das sind diese riesen Hühnerviecher. Das hatten wir doch damals genau bei dem Baron. Da hatte doch ein Kind den Vater an so einem Gorgo verloren. Da haben wir noch geholfen, das weiß ich noch. Diese riesen mutierten Hühner. Gorgo, Gorgo. Naja, haben wir das auch. Können wir jetzt plötzlich wieder rufen? Ja, dort drüben auf dem Wege ist es. Da laufen wir mal hin. So. Dankeschön, Plätzchen. Immer an Ort und Stelle. Das finde ich schön. Das finde ich gut. Ich wollte eigentlich jetzt nicht kämpfen. Auch die Sirenen lassen wir mal in Ruhe. So. Zur Not können wir ja noch Axi wirken. Damit die Pferdepanik sich in Grenzen hält. Da kommen wir nicht rüber. Das schaffen wir nicht. Gibt es einen anderen Weg? Es sieht so aus, als müssten wir doch kämpfen. Damit. Ah, hier ist das Boot. Wahrscheinlich unsere Verbindung zu dem Land dort hinten, genau. Bin mir nicht sicher, ob das hier die Stelle war, wo wir versucht haben, das Schwert auf den Meeresgrund zu werfen, um den Bruder quasi von dem Geist zu befreien. Ich glaube schon. Dort ist auch ein Bötchen. Aber... guck mal gerade auf die Weltkarte, wo wir überhaupt hingeführt werden. Wir könnten jetzt hier auf die Straße und dann direkt geradewegs runter. Also hier lang, genau. In dieser Richtung liegt das Dorf. Welches wir brauchen. So, warten wir mal ein wenig. Oh Mann. So, la la la. Sobald wir wieder relativ ebenen Boden haben, reiten wir natürlich wieder. Ich versuche gerade den kürzesten Weg zu nehmen, was wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Komm schon! So! So, versuchen wir mal von hier aus mit Plötze wieder. Dort hinten ist es. Mal gucken, ob es zu uns kommt. Wir laufen in der Zeit mal weiter. Ah, da ist es. Ja, ist ja gut, meine Kleine. Schade, dass man die nicht striegeln kann zwischendurch mal. Oder der an so einer quasi Pferdepension oder so abgeben kann. Da sind wir, Freunde. Ich habe Kunde zu verbreiten. Naja. Hat schon was, wenn ein Pferd auf dem Dach steht. Muss ich sagen. Und wir sind überlassen. Da ist ein Waffenschmied. Ich habe nichts zu sagen. Ach so, wusste ich nicht. Danke. Hallo, Waffenschmied. Weißer Wolf. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ich würde mir gerne mal deine Waren ansehen. Hatte der überhaupt noch Geld? Nee, der hatte kaum noch Geld. So, wir können ja mal durchgucken, was wir hier alles haben. Das Schwert ist sogar wieder besser. Aber die 8 Schaden, da haben wir hier viel, viel mehr Boni drauf. Das ist in Ordnung. Jetzt gucken wir uns mal die Rüstungssachen noch an. Das hier. Banar der Brustpanzer. Viel, viel mehr Vitalität und mehr Boni. Die können wir ausrüsten. Naja, gucken wir uns erstmal hier. Axt. Boah, Stufe 27. Verkaufen. 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 Nicht genug Geld, okay. Die Kämpferstiefel sind ein bisschen besser, aber im Großen und Ganzen... So, wir gucken mal, ob wir diese ganzen Sachen hier verkauft kriegen. Okay, der hat kein Geld mehr. Schade. Danke. Alles gut. Bis dann. Dann zum Wegekreuz.
Ja, das, ich bin auch gerade recht müde. Und es ist manchmal, muss ich an dieser Stelle mal sagen, echt deprimierend. Das wollte ich schon immer wissen. Ja, dann erzähle ich dir das. Und zwar ist es deprimierend, wenn ich zum Beispiel mal Deponia jetzt aufgenommen habe, dann habe ich nichts, ruckzuck habe ich 8 Folgen zusammen. Wenn ich jetzt aber Witcher aufnehme, in der aktuellen Session sind es 4 Folgen und das ist schon viel. Ich nehme schon recht lange auf, was heißt recht lange, 2 Stunden ungefähr, aber das sind unterm Strich eben nur 4 Folgen. Wenn ich 2 Stunden Deponia aufnehme, habe ich gleich vielleicht das Doppelte. Das ist, hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Das ist manchmal ein bisschen ernüchternd, aber ich glaube, die Zeit müssen wir uns in Witcher auch einfach nehmen. Damit wir alles erkunden können, damit es nicht zu viele Folgen werden, wo wir zu wenig machen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wir laufen mit epischen Schritten auf zum Wegekreuz. Schalalalala. Da ist es. Schnell reisen. Wir müssen durch die Queste hier runter. Dann können wir auch gleich mal hier hinreisen. Vielleicht hat es ja dort Händler. In der Hoffnung, dass es Händler hat hier. Da sind wir. Da hinten hat es einen Händler. Direkt sehe ich. Hast du einen? Wir bräuchten natürlich... ja, klar. Gerne. Wir bräuchten natürlich einen Schmied. Aber vielleicht kann uns der Händler selbst der erste Mal ein wenig was abnehmen. Und uns was geben. Ein Kaufmann. Aua. So. Hallo. Oha, ich bin nicht interessiert an dem Schrott, den du anschleppst. Dann eben nicht. Handeln wir ein wenig. Seine Aussage war ja recht deutlich. Was haben wir hier? Der Sattel ist besser als der, den wir haben. Und die Satteltaschen sind genauso gut. Aber der hat einen besseren Sattel wie das, was wir besitzen. Interessiert mich ja jetzt eigentlich schon. Das reizt mich jetzt schon, den Sattel zu kaufen. Auf der anderen Seite... Oh, diesen ganzen Plunder hier. Brauchen wir den oder können wir den verkaufen? Ich weiß noch nicht, wie viel Platz der im Endeffekt wirklich wegnimmt. Nur diese Sachen können wir... Die können wir verkaufen. Oh, cool. Na dann. Wir kriegen zwar nur einen Bruchteil von dem, was wir eigentlich dafür kriegen würden. Das weiß ich selbst. Okay, jetzt hat er kein Geld mehr dafür. Komm, wir kaufen den Sattel einfach mal. Oder können wir den... Den können wir bestimmt beim Rennen bekommen. Leb wohl. Bis dann. Den können wir bestimmt bei ihm im Rennen gewinnen. Und so viel besser ist er nicht, als ob sich das jetzt lohnen würde. Können wir jetzt auf der Karte sehen, ob hier ein Händler einen Schmied gibt oder so? Nee, leider nicht. Aber da oben hat es ein Anschlagsbrett. Oh, ich muss gleich niesen. Oh Gott. Also, ich habe gerade so das Gefühl, dass das hier nie ein Ende nimmt. Noch ein neues Anschlagsbrett, das heißt, noch mehr ganz viele neue Fragezeichen werden auftauchen. Ah, laufen wir mal dort hoch. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass wir hier... Ist das da hinten ein Schmied? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal hier längs. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass wir jetzt hier die ganze Zeit überlastet durch die Gegend laufen. Wir könnten natürlich mit Plätze... Da sind wir schneller, aber auch ein bisschen... Unmobiler. Was heißt unmobiler? Nicht im Gegenteil. Aber wir sind unbeweglicher. So. Ich weiß nicht, das tolle Fachwort dafür heißt, weiß ich gerade nicht. Unmobiler und agiler oder so vielleicht. Agiler der Hunde. Was? So, wir laufen einfach mal den Weg hier hoch. Zum Anschlagsbrett, zur Queste. Vielleicht hat es ja dort auch einen Händler oder einen Schmied. Wahlweise. Was? Ja, danke. Mir ging's. Wo ihr sagt, ich brauche mal eine Schwalbe, da habt ihr recht. Eine Schwalbe auf dem Weg tut uns ganz gut. Ein Trank, der auch unser Tragevermögen ums Doppelte erhöht, kurzzeitig. Wäre so geil für so Momente. Einfach nur für solche Momente, dass wir jetzt schnell laufen könnten, um die Sachen zu verkaufen. Du kommst von weit her. Richtig. Ihr lebt schon lange hier auf Skellige? Das ist ja seltsam. Naja. Auch seltsame Sachen gibt es. Aber nicht mehr lange. Entschuldigung, ich kann doch nichts dafür, dass mein Pferd so ungestüm auf mich sehr zugestimmt kommt, gute Frau. So. Jetzt, ohne die Leute zu schändigen, reiten wir mal los. Ah, guck mal. Holmstein. Warte, warte. Der hier ist echt witzig.
Was ist der Unterschied zwischen einem Nilfgaarder und einem Ertrunkenen? Na schön, wir lösen was unsere Probleme selbst. Ertrunkene können schwimmen. Oh Mann. Peter, noch so einer und du gehst mit ihnen zusammen baden. Schön. Langsamer. Bin ich nicht der Einzige, der nicht viel mit damit anfangen kann. So, wir haben ein Anschlagsbrett. Warnung. Hordor, Sohn des Calvo, wurde dabei erwischt, wie ein Nilfgaarder lebend für Lösegeld gefangen nahm. Ich persönlich habe ihm 50 Peitschenhiebe verpasst und dieselbe Bestrafung erwartet all jene, die Ähnliches tun. Die schwarzen Hunde sollen auf dem Schlachtfeld erschlagen werden, selbst wenn sie sich ergeben und Reichtümer versprechen. Wir machen keine Gefangenen. Uldalric. Volbark wird vermisst. Mein 14 Jahre alter Sohn Volbark ist seit 10 Tagen nicht mehr nach Hause gekommen. Ich fürchte, er hat sich ohne meine Erlaubnis zu einem Beutezug gegen die Schwarzen gemeldet. Falls irgendjemand weiß, was mit ihm geschehen ist, bitte sagt mir Bescheid, Ulf. Gebet. Das können wir vielleicht mal mitnehmen. Gebet für die Verstorbenen. Mitglieder des Clan Durmund. Der Draka, der von Lars, dem Fuchs, ist vor der Küste Nilfgaards gesunken. Die gesamte Besatzung ist tot. Lasst uns zu den Göttern beten, um den Schmerz zu lindern, um uns auf Rache zu besinnen. Der Ältestenrat. Biete Schafschuhe. Ein Schafscherer sucht Arbeit. Ich bin der beste Scherer im Dorf. In der letzten Zeit habe ich für andere einen... Was? In der Zeit, die andere für einen Bock brauchen, schere ich die ganze Herde und an guten Tagen sogar noch den Schäfer und seinen Hund. Frieden. Nachricht des Ältestenrats. Der Krieg zwischen Nordlingen und Schwarzen wird immer blutiger. Für die Söhne und Töchter der Inseln sind dies gute Neuigkeiten. Wir werden zusehen, wie sie sich gegenseitig abschlachten. Der Rat hat entschieden, dass unser Clan sich auf keine der beiden Seiten schlagen wird, aber die Beutezüge werden wie vorwiegend gegen den Süden richten, auf die Küste Nilfgaards. Der Ältestenrat. Verbrecherjagd. Lünder von Lofoten, der unseren Jarl beleidigt hat, wurde gefasst. Bei der Jagd auf den Verbrecher zeigte der junge Runar außergewöhnlichen Mut. Zur Belohnung soll er Lünder am Schopfe halten, denn wenn der Jarl ihm den Hals durchschneidet. Dann nehmen wir das auch noch mit. Haben wir ihm da gerade das ganze Lesezeug weggenommen. Wir gucken auf die Karte. Und hier draußen hat es wieder viele, viele Fragezeichen dazu bekommen. Ich habe gehofft, dass wir die Stadt ein wenig deutlicher sehen. Nein, das Schwert ist sehr gefährlich und sehr spitz. Ich möchte nicht, dass sie dich verletzt. Beim Speichern. Und jetzt bringen wir ihm sein Horn wieder. Hallo, Matos. Grüß dich, Reisender. Ich habe dein gestohlenes Horn. Hier ist dein gestohlenes Horn zurück. Und die Diebe habe ich getötet. Schade, das waren keine bösen Männer. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Wo ist meine Belohnung? Nimm sie und erschlag nächstes Mal Monster, verdammt. Wir wurden angegriffen, du undankbarer Pisser. Oh, am liebsten würde ich den jetzt... Es ist wahr, ich hab's auch gehört. Das sind solche undankbaren Arschlöcher. Dafür machen wir uns den ganzen Weg hierher. Bring ihm sein verdammtes Horn und wir wurden angegriffen. Wir sind dort gestrandet und wir wurden angegriffen. Nicht andersrum. Wir mussten uns verteidigen und haben sein Horn gefunden. Wir hätten auch behalten können. Wir hätten verkaufen können. Wir hätten reinpissen können und das Ding im Wald verscharren. Nicht aufregen. Sowas ist leider Hexeralltag. So, dort unten hat's. Hier oben geht's nochmal höher. Was gibt's denn dort oben? Eigentlich wollte ich dich überraschen, aber wenn du schon fragst, wieder Kopfsuppe. Hurra! Meine Lieblingssuppe! Oh. Au! Hey, ja. Entschuldigung. Wir reiten mal dort hoch. Dort sieht's aus, als könnte es dort oben einen Händler, einen Schmied geben. Ja, wir sind ein Rumtreiber, das ist wahr. Besser als ein ganzes Leben lang auf einem und demselben Dorf zu leben. Mit dem versprochenen Mann zu heiraten, um geplante Kinder zu gebären, um dann sein Leben nach 30 Jahren geplantem und vorgezeigtem Leben zu leben, dann an irgendeiner Krankheit sterben, weil man überhaupt nichts gewohnt ist oder total unglücklich ist. Da bin ich lieber ein Herumtreiber, dafür stehe ich mit meinem Namen. Okay, so, wir sind auf Arzgellig auf Kaer Morhen, ne? Beweg dich! Das Tor ist zu. Haben Sie dir den langsamer... Naja.
Ich weiß ja nicht, wie du zu Hause so feierst. Können wir hier, müssen wir, kriegen wir Einlass gewährt? Öffnen. Ah, okay. Das geht. Und hier hat es einen Rüstungsschmied und einen Waffenschmied. Oh, ich freue mich. Geil. Bin ich froh, dass wir hier hochgelaufen sind. Genau die Stadt, die wir suchen, harte Männer. Schmiede und was zu saufen. Hallo, Rüstungsschmied. Hallo. Möchtest du mal unsere Waren sehen? Hier ist alles zu verkaufen. Waffen sollten nicht rumliegen und verstauben. Jedenfalls nicht, wenn jemand vorbeikommt, der sie verwenden könnte. Sirikanische Sefare, Kriegsbeile aus Mahakam, virolidanische Kurzschwerter. Wo habt ihr denn die ganzen Festlandsgüter her? Die hat das Meer hergegeben. Und wenn es sie nicht hergibt, hackt ihr die Hände ab, die die Schwerter umklammern? Du glaubst doch nicht, dass man solche Sachen einfach bei Ebbe am Strand findet, wie Muscheln. Naja. Und was bringt ihr noch so vom Plündern mit? Und was bringt ihr noch so von den Raubzügen mit? Größtenteils das Übliche. Gute Weine, Seide, Wertsachen aller Art. Oh, und Frauen. Wenn wir für die keine ordentliche Verwendung haben, wer dann? Hast du von der donnernden Dörte gehört? Auch Dübelstück genannt, der Frau von Lugos dem Irren? Oder von Goldlöckchen Sansa, der zu ihrer Zeit schönsten Frau der Welt? Beide auf Raubzügen mitgenommen. Okay. Na, dann zeig mal, was du auf Lager hast. Zeig mir, was du hast. So, jetzt können wir endlich loslegen. Wir gucken erstmal, was der so im Angebot hat. Soweit erstmal uninteressante Sachen. Dann gucken wir mal hier. Weg. 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 Leider weg. Oder? Ja, die sind vom Wert her genauso gut, aber nicht genug Bonis. Lalala, so hier. Weg, 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 weg. Und die Schwerter. Weg, 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 weg. Halt. Und Rüstung weg, weg. Ich mag die Handschuhe, die sehen echt cool aus. Vielleicht können wir da ja was machen. Sattel weg, die Scheuklappen haben wir immer noch nicht aufgesetzt bei unserem Plötzchen. Und der Sattel kann weg und dieser Sattel kann weg. Und das war's. Kann mal gucken, was der handwerkmäßig so drauf hat. Das ist ein Rüstungsschmied. Oh, Entschuldigung. Bärenhandschuhe. Stufe 30. Also das aber überlegene Bärensachen. Da brauchen wir erstmal die normalen Bärensachen. Die haben wir noch nicht. Verbesserte Greifensachen könnten wir, glaube ich, herstellen. Fährtenleserhandschuhe. Assassinenhandschuhe haben wir an. Wohl erstmal. Wir können ganz viele Sachen herstellen. Ich weiß nicht, ob das vom Gewicht mehr bringt. Ah, hat gerade gehangen. So, Axtkämpferhose, Assassinenhose. Hier kommen wir mal. Bei Hosen haben wir einiges. Ich guck gerade mal aufs Level. Das lohnt alles nicht. Nein. Oberkörper. Bannarder Brustpanzer. Da haben wir auch einen gefunden. Stufe 27. Ich gucke mir das gerade mal in Ruhe durch und versuche mal auszusortieren, was wir brauchen können und was nicht. Filter können wir zum Beispiel einstellen. Aber das scheint ein sehr geschickter Handwerker zu sein. Reparieren. Ich glaube, das sind unsere... Die umrahmten Sachen reparieren wir mal, weil das nämlich die Sachen sind, die wir im Moment tragen. Wir brauchen ja nicht die Sachen reparieren, die wir nicht tragen. So, dankeschön. Und erstmal bis dann. Wiedersehen. Jetzt nehme ich schnell ins Inventar und wir wollten den, glaube ich, ausrüsten, wenn ich mich recht ersinne. Da können wir noch reparieren, aber erstmal wieder den anhaben. Oh Mann, der ist echt hässlich, aber hat mehr Vitalität, mehr Rüstung. Naja. Leider, wir haben ja gesagt, wir gehen immer Leistung vor Aussehen, glaube ich jedenfalls. Und was machen wir rein? Kleine Axiglyphe haben wir. Igni. Quinglyphe machen wir rein. Potten hässlich, aber wie gesagt, was soll's. Können wir bei dem Schmerzschmied, was hat er noch für uns? Da. Was willst du? Du hast ja tolle Laune. Welche hättest du denn, wenn du deinen Sohn verloren hättest? Ich hab gefragt, was du willst. Ah, ist das, glaube ich, von ihm dann der Zettel? Was? Genau, erstmal fragen, Entschuldigung, was ist denn mit deinem Sohn passiert? Dein Sohn, was ist ihm denn zugestoßen?
Er ist ertrunken. Ein Finnwal hat sein Boot umgeworfen. War seine erste Reise in den Norden. Tut mir leid, das zu hören. Die See hat ihn verschlungen. Ich kann ihn nicht begraben. Er wird nicht mit seinen Ahnen tafeln. Das ist schade. Was hast du anzubieten? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Dann tu das. Ah, der Mann tut mir leid. Gut, ganz viele Schwerter, die wir nicht benutzen können, weil die noch zu hoch sind. Aber auch sehr stark sind. Auch die sind sehr stark. Also ich muss sagen, Schwerter kaufen macht noch Sinn. Teilweise. Genauso wie diese ganzen Schemen hier. Schematas. Langschwert von Skellige. Sollten wir uns auch mal die ganzen Sachen kaufen? Naja, bis dann. Alles Gute. Und traure nicht. Oder traure. Und nach der Trauer wieder nach vorne sehen. Bringt ja nichts, sein ganzes Leben lang dann nur zu trauern. Ich werde ihn im Auge behalten. Oh, eine Menge Waffen, ne? So, schnell reisen. Wir sind endlich nicht mehr überlastet. Aber haben wir hier auf Skellige... Wir haben einen Ort, wo wir unsere Truhe haben. Druinenlager, da müssen wir hin. Da ist unsere Truhe. Da reisen wir mal hin nach Kertrolde. Einfach um unsere ganzen Sachen, die wir jetzt gesammelt haben, diese Reliktsachen, dass wir sie ablegen können. So. Mal auf der Karte markieren. Ah, dort. Also müssen wir außen rum. Hast du die Pläne gesehen? Hast du die Kikimori? Ist nicht so viel. Warum nicht zum Teufel? Wenn du einen Bauchtreffer kriegst und sich die Heringe... Was guckst du denn so? Hast du keine Chance. Ich schätze, wir müssen oben in die Burg selbst rein, oder? Nee. Wir müssen hier jetzt der Straße folgen. Siehst du den Weißhafen? Der kommt mir letzte Nacht war. Ich möchte wissen, welche Tide den hier angespielt hat. Er ist Serikanier. Die habe ich mal in Scharen auf einer Südreise gesehen. Serikanien, da bin ich auch mal sehr gespannt, ob wir das nochmal finden. Denn Serikanien... Auch Fremdländer dürfen es gern versuchen. Lassen die sich als Ruhm nächstes. Und Ehre reichen überall hin. Sicher hat er einen Riesen getötet. Hey, ich will kämpfen. Gut. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin soweit. Ich bin allzeit bereit. Auch jetzt. Ich will erst ein paar Worte mit dem Fremdländer wechseln. Na, komm mal her. Es geht um meine Erika. Siehst du sie? Ich muss heute gewinnen. Sie schaut zu. Ich habe keine Chance gegen dich, das weiß ich. Aber ich habe gedacht, dass du mich vielleicht gewinnen lässt. Er ist jetzt freundlich auf uns zugekommen. Er hat... Naja. Er hat uns... Er weiß, dass er unterlegen ist und alles. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, weil wir auf Skellige sind. Ob das die Frau wirklich beeindruckt, wenn der gewinnt oder wenn er einstecken kann. Ich weiß es nicht. Kann ja sein, dass wir jetzt nett sein wollen. Und im Endeffekt kommt genau das Gegenteil heraus. Wir haben bis jetzt jeden Kampf gewonnen, den wir angetreten haben. Auch den wir gesagt haben, den wir verlieren, haben wir gewonnen. Ich glaube, es ist einmal Zeit, mal zurückzutreten. Hör zu, wir machen's so. Im ersten Kampf gehe ich zu Boden. Aber dann kämpfen wir nochmal und da gewinnt der Bessere. Schluss jetzt mit dem Geschwätz! Kämpft! Ich hoffe, wir haben einen Deal. Bei den Geistern aus Feuer aus! Oh mein Gott! Zusammenbleiben! Oh mein Gott! Oh nein! Wir wurden fair geschlagen. Valgard gewinnt! Danke. Du weißt, mit deinen Händen umzugehen. Ja, das tue ich. Respekt, Hexer. Geh mir aus den Augen. Sein, den der Jarl abrufen lassen. Ich dachte... Ich denke, ich werde es versuchen. Wenn du bereit bist, tritt vor und sprich. Jetzt erstmal, was ist das für ein Turnier?
Die Turnierregeln, wie lauten sie? Unter den Kämpfern sind sowohl Emporkömmlinge, die ihr Geschick, ihre Stärke und ihren Mut beweisen möchten, als auch alte Kerle, die keinen Rost ansetzen wollen. In Novigrad und Velen gibt's sowas auch. Aber das sind in Wahrheit nur Kneipenschlägereien, wenn du mich fragst. Aber das hier ist ein richtiges kleines Fest. Dann bin ich bereit. Fangen wir an. Nun denn, kämpft! Unsere versprochene zweite Runde, die möchte ich natürlich auch einhalten. Bei Hemd als Axt! Ha, zusammenbleiben! Jetzt will ich einen fairen Kampf sehen. Komm aus deiner Ecke da raus, komm schon! Komm schon, komm näher. Das war alles? Ich frag mich, wie du mich beim ersten Mal besiegen konntest. Los! Bei den Geistern aus Mörhorn! Na los! Komm aus deiner Ecke raus, du Feigling! Zeig, was du kannst. Komm schon, komm schon. Ist das gemütlich, deine Ecke? So. Und. Mit Anlauf. Ich kann ja auch so lange vors Fressbrett hauen in deiner Ecke, bis du was willst. Na ja, komm raus jetzt. Komm raus und zeig dich. Komm jetzt her. So. Hätten wir das geklärt. Der Fremdländer hat gewonnen! Du hast noch zwei Kämpfe vor dir, bevor du um den Titel des Meisters von Skellige kämpfen kannst. Du musst einer auf Farö besiegen und Grimm in Helmstein, einem Dorf auf Art Skellig. Viel Glück dabei. Dankeschön. Das werden wir auf jeden Fall versuchen. Deinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. Ja, das ist doch schon mal was. Dann wissen wir das mit deinen Augen, was nicht stimmt. So, aufschließen. Ah, ist das unser Haus? Ist das unser Haus jetzt echt? Ein Bett. Eine Wanne. Eine Truhe. Dort ist aber nichts drin. Allgemein können wir hier nichts looten. Okay, doch hier. Und dort ist unser Lager. Unser grenzenübergreifendes Lager. So, hat uns einiges an Gewicht gespart. Xenogloss, brauchen wir den noch? Rose der Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Sachen hier einlagern soll, weil wir tragen jetzt immer noch 100 Sachen, also ne, 100 Gewicht einfach so unnütz mit uns rum. Was haben wir hier? Ihr Megaskop. Ohne geht sie wohl nirgends hin. Wie sagte Philippa Eilhardt, Megaskope und Zahnbürsten sind höchst private Dinge. Wir sind bei Yen. Wir sind in Jens Haus. Chroniken von Redanien, ein Schwert gegen Hexen. Wir gucken uns mal um, wenn das Jens Hütte ist. Natürlich nur den edelsten Wein. Deswegen haben wir auch den Schlüssel. Jetzt verstehe ich das Ganze. Ganz viel zu lesen. So, ich denke mal, das reicht. Hauptsache war jetzt mir war jetzt hauptsächlich wichtig, dass wir unsere ganzen Sachen erstmal ablegen konnten. Die wilde Jagd. Kennen wir aber auch, glaube ich, schon das Buch. Da sind wir wieder. Und da ist auch wieder der Endscreen. Ich denke mal eine gute Zeit, um mal wieder mit der Folge abzuschließen. Wir haben wieder einiges geschafft. Wir haben den Arschloch sein Horn zurückgebracht. Wir haben die erste Kampfquest in Skellige gemeistert. Und ich bin sehr guter Dinge, dass wir auf dieser Art und Weise weitermachen können. In der nächsten Folge nehmen wir uns dann den nächsten Monster-Auftrag mal vor die Brust. Okay, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr Spaß dran hattet, dann sehen wir uns bestimmt in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.